Hermines Sorge, gar nicht erst zum Direktor vorgelassen zu werden, stellten sich als unbegründet heraus. Die beiden Mädchen saßen nun in seinem Büro und wurden von den Porträts der ehemaligen Schulleitern inspiziert. Dumbledore hatte noch um einen Moment Geduld gebeten und war in einem Nebenraum verschwunden. Dies gab Hermine die Gelegenheit, noch einmal Jessica Mut zuzusprechen. Trotzdem schien diese plötzlich wie erstarrt zu sein. Mit großen Augen sah sie sich im Büro des Direktors um. Es gab so viele merkwürdige Gegenstände hier. Von den meisten war in keinster Art und Weise ersichtlich, wozu sie dienen könnten. Besonders erstaunt war Jessica jedoch über den eigenartigen Vogel. Hermine musste ein wenig lächeln. Fox sah wirklich nicht sehr schön aus, nur ein paar Tage, nachdem er in Flammen aufgegangen war. Eher wie ein halb gerupftes Brathähnchen. »Du müsstest ihn mal sehen, wenn er alle Federn hat. Dann sieht er wunderschön aus«, raunte sie der Slytherin zu. Diese sah Hermine zweifelnd an. Plötzlich trat Dumbledore in den Raum. Er sah die beiden Mädchen freundlich lächelnd an und ließ sich dann auf seinen Stuhl nieder. »Ich freue mich natürlich immer über den Besuch von zwei so hübschen jungen Damen, aber ihr sagtet, die Angelegenheit sei dringend. Also, was kann ich denn für euch tun?« Während er sprach, holte er eine Schüssel mit Bonbons hervor, die er nun auf den Tisch stellte und nebenbei anbot. Hermine wusste, wie eigen Dumbledore mit seinen Bonbons war, und griff sich eins, um ihn zufriedenzustellen. Jessica hatte nun offensichtlich genug Mut gesammelt und begann ohne Umschweife. »Es geht um Draco Malfoy.« »Und um Professor Adams«, ergänzte Hermine. Dumbledore hob eine Augenbraue, und seine Gesichtszüge schienen für einen winzigen Moment zu entgleisen. Dann nickte er, um sie zum Weitersprechen zu ermuntern. Hastig erklärte Jessica, was sich mit Draco zugetragen hatte. Auch wenn sie hochrot wurde, obwohl sie doch gar keine Schuld traf, erzählte sie alles bis in das kleinste Detail. Hermine äußerte ihre Bedenken aufgrund der Tatsache, dass Adams gerade Malfoy zu seinem Stellvertreter gemacht hatte. Dumbledore schien wirklich besorgt über diese Ereignisse. Hermine fühlte, dass es richtig war, hergekommen zu sein. Als die beiden mit ihren Ausführungen geendet hatten, sah Dumbledore sie eine lange Zeit schweigend an. Schließlich räusperte er sich und sagte, »Miss Scott, ich glaube, in Ihrem Fall hat der sprechende Hut sich geirrt.« Hermine stutzte über diesen Themenwechsel. Doch der Direktor fuhr fort, »Ich ordne hiermit an, dass Sie ab sofort dem Hause Gryffindor angehören. Mit Draco Malfoy werde ich natürlich sprechen und ihn verwarnen. Ich denke, das war es vorerst. Wenn weitere Probleme auftauchen, dann informieren Sie mich bitte.« Wie vom Donner gerührt erhoben sich die beiden Mädchen. Offensichtlich war für Dumbledore die Sache erledigt. Hermine konnte es nicht fassen. Hier stimmte doch etwas ganz und gar nicht. Aber immerhin war Jessica nicht mehr länger in Slytherin. Somit war sie zumindest nicht mehr auf Adams angewiesen. Und Draco konnte sie besser aus dem Weg gehen. Trotzdem war Hermine mehr als erstaunt über Dumbledores nachsichtiges Verhalten Draco gegenüber. Jessica war bereits auf dem Weg nach unten, als der Direktor Hermine noch einmal zurückrief. Er saß an seinem Schreibtisch und sah nun eindeutig kummervoll aus. »Miss Granger, ich habe eine Bitte an Sie.« Hermine hielt den Atem an vor Spannung. »Würden Sie bitte, so gut es geht, in Miss Scotts Nähe bleiben?« »Vorerst zumindest.« Sie sah ihn erstaunt an, aber irgendetwas schien ihr einzuflüstern, dass sie nun keine Fragen stellen sollte. Also beschränkte sie sich auf ein Nicken und versprach dem Direktor, dieser merkwürdigen Bitte nachzukommen. »Hermine, kann ich dich bitte kurz sprechen?« Diese Frage kam von Poppy, die die Mädchen auf dem Flur abgefangen hatte. Die beiden folgten ihr in den Krankensaal. Hermine sah kurz zu Jessica, die ihr ein Zeichen gab, dass sie so lange warten würde. Noch völlig in Gedanken über Dumbledores merkwürdiges Verhalten, folgte Hermine Poppy in ihr kleines Büro.
Nachdem beide saßen, begann Poppy nervös mit ihrer leeren Teetasse herumzuspielen. »Hermine, da du eine vernünftige junge Frau bist, denke ich, ich kann offen mit dir sprechen.« Sie machte eine abwartende Pause, wobei sie ihre Teetasse entschieden wieder abstellte. Ein flaues Gefühl breitete sich in Hermines Magen aus. Plötzlich konnte sie Poppy kaum noch in die Augen sehen. Ihr Mund wurde trocken und sie spürte, wie ihr Herz heftig gegen ihre Rippen pochte. Anscheinend hatte sich die Krankenschwester eingehende Gedanken über Hermines Verhalten gemacht. Hermine wurde ganz schwach bei dem Gedanken, zu welchem Ergebnis sie dies wohl geführt hatte. Sie hielt es für besser, sich auf eine gemurmelte Zustimmung zu beschränken. Poppy sah sie unergründlich an. »Ich meine dein Verhalten gegenüber Professor Snape«, sagte Poppy und machte nun wiederum eine lange Pause. Hermine wünschte, sie würde einfach weitersprechen. Sie fühlte sich schrecklich beobachtet. Was sollte sie darauf erwidern? Sie verstand doch selber nicht, was da mit ihr vorging. Aber dass da etwas in ihr vorging, daran bestand inzwischen kein Zweifel mehr. Denn allein die Erwähnung seines Namens versetzte ihrem Herzen einen freudigen Hüpfer. Poppy schien nun endlich Erbarmen mit ihr zu haben und sprach weiter. »Nun, du hast dich in einer, sagen wir, übertriebenen Art und Weise um ihn gekümmert.« Hermine spürte, wie sie nun eindeutig rot wurde. Sie verspürte einen Impuls, einfach aufzuspringen und aus dem Büro zu fliehen. Doch Poppy schien ihre Verlegenheit kaum zur Kenntnis zu nehmen. »Hermine, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass du für den Dienst auf der Krankenstation nicht geeignet bist. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Aber ich denke, dass du unter einem ausgeprägten Helfersyndrom leidest. Wenn sich das bereits so stark bei Professor Snape äußert, dann möchte ich lieber nicht wissen, wie du reagieren würdest, wenn sich einer deiner Freunde hier auf der Krankenstation befinden würde. Als Krankenschwester muss man den nötigen Abstand wahren. Man muss natürlich auch Mitgefühl zeigen, aber es darf sich nicht so ausarten, dass man sich selbst regelrecht aufopfert. Ich weiß, du bist sehr ehrgeizig. Vielleicht ist es genau diese Mischung aus Ehrgeiz und Mitgefühl, die dir Probleme bereitet, Abstand zu wahren. Aber ich denke, es ist besser, wenn du den Dienst hier nicht länger fortführst. Sei nicht allzu enttäuscht, Hermine. Und ich würde mich freuen, wenn du mich dennoch ab und zu besuchen kommst.« Die Krankenschwester lächelte Hermine freundlich an. Diese war jedoch völlig über den Verlauf dieses Gesprächs irritiert. Poppy glaubte also allen Ernstes, Hermine hätte dies alles getan, weil sie ein Helfersyndrom habe. Sie hatte keine Sekunde lang in Erwägung gezogen, dass Hermine plötzlich Gefühle für ihren verhassten Lehrer entwickelt hatte. Das war gut. Es war aber irgendwie auch enttäuschend. Aber es war gut. Hermine fiel ein Stein vom Herzen. Dies durfte sie sich jedoch auf keinen Fall anmerken lassen. Aber sie hatte den Dienst im Krankensaal ja ohnehin aufgeben wollen. Poppy schien es wirklich leid zu tun. Hermine versprach ihr hoch und heilig, sie oft zu besuchen. Und Poppy wirkte beim Abschied ebenfalls, als sei eine große psychische Belastung von ihr genommen. »Alles in Ordnung?« erkundigte sich Jessica besorgt. »Ja, alles bestens«, verkündete Hermine beschwingt. Dann sah sie ihre neue Freundin entschlossen an. »Komm, lass uns deine Sachen aus dem Slytherin-Turm holen. Ich wette, Professor Dumbledore hat bereits Professor McGonagall informiert, dass du ab heute zu Gryffindor gehörst. Sie wird sicher schon auf der Suche nach uns sein.« Jessica lächelte unsicher. »Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ob die anderen Gryffindors es okay finden, wenn ich jetzt so mitten im Jahr zu euch komme?« Hermine musste schmunzeln. »Ich kenne die Schüler aus dem dritten Schuljahr nicht besonders gut, aber ich kann dir versichern, dass sich einige Gryffindors ganz besonders freuen werden, dich bei uns zu haben.« Auf Jessicas erstaunten Blick musste Hermine lachen. Aber sie ließ sich nicht erweichen, nähere Erklärungen abzugeben. Diese eiskalten Augen wirkten fast schon unnatürlich.
Sie waren genauso wie die seines Vaters. Wie konnte ein Junge in diesem Alter schon einen derart kalten Blick haben? Steve Adams durchlief ein Frösteln, als er seinem Schüler gegenüber saß. Draco wirkte völlig ruhig. Eigentlich hätte man doch annehmen sollen, dass ein Schüler zumindest ein wenig nervös wurde, wenn er von seinem Lehrer in dessen Büro gerufen wurde. Doch Draco schien bereits zu ahnen, dass er eines der größten Privilegien erhalten würde, das unter den Todessern existierte. Das Privileg, einen aus den eigenen Reihen zu töten. Adam sah ihm in die kalten Augen und wusste, dass er es genießen würde. Die Anweisungen von Lucius waren eindeutig gewesen. Geben Sie Draco diesen Gegenzauber. Lucius wollte dafür sorgen, dass sein Sohn freien Zugang zu Snapes Kerkerräumen erhielt. Dies konnte nur einem Zweck dienen. Adams musste den Kloß in seinem Hals hinunterschlucken. Er durfte sich nichts anmerken lassen. Er hatte Befehle auszuführen. Jedes Zögern, jedes Mitgefühl wäre sein eigenes Todesurteil. Die abweisend gelangweilte Art von Draco machte es ihm jedoch ein wenig leichter. Er beschränkte sich auf das Wesentliche. Mit scheinbarer Gleichgültigkeit gab er das preis, was Snape vor einem gewaltsamen Tod schützte. Draco nahm die Passwörter ebenfalls äußerst gelassen in Empfang. Keine emotionale Regung unter den Todessern, solange der Plan nicht in die Tat umgesetzt war. Doch was würde danach geschehen? Adams Herz krampfte sich bei dem Gedanken zusammen, dass er vielleicht Snapes Tod feiern musste. Draco Malfoy verabschiedete sich mit einem jovialen Lächeln und ließ seinen scheinbaren Verbündeten mit düsteren Gedanken zurück. Der blonde Slytherin warf auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum seine gespielte Ruhe von sich. Eine Kraft sprudelte auf einmal aus ihm hervor, die er weder bändigen konnte noch wollte. Mit dem Zauberstab ließ er die Kerzen, an denen er vorüberging, eine nach der anderen explodieren, so daß sich Wachs über die Wände und den Boden ergoß. Mit der flachen Hand schlug er gegen die Bilder, deren Bewohner erschrocken aufschrien. Er würde es vollbringen. Draco war bewusst, wie viel Überwindung es seinen Vater gekostet hatte, diesen Part ihm zu überlassen. Doch Lucius Malfoy war zu der Einsicht gelangt, dass es viel zu auffällig wäre, wenn er selbst nach Hogwarts ginge, um Snape zu töten. Er brannte darauf, es selbst zu tun, doch er musste die Bedingungen Lord Voldemorts berücksichtigen. Dieser hatte unmissverständlich gefordert, dass vorerst niemand erfahren durfte, dass Snape durch die Hand der Todesser beseitigt wurde. So musste er seinen sehnlichsten Wunsch aufgeben, um die Mission nicht zu gefährden. Aber es würde ein Malfoy sein, der ihm den Tod brachte. Sein Sohn. Dieser war sich der Ehre, die sein Vater ihm zuteil werden ließ, durchaus bewusst. Es gab nur einen Haken an der Sache. Vorerst würde es niemand erfahren. Das war äußerst bedauerlich. Doch die Todesser würden es wissen. Jeder einzelne von ihnen. Und jeder einzelne von ihnen würde ihn beneiden. Und eines Tages, wenn Hogwarts erst von Voldemort eingenommen sein würde, dann würden es alle Hexen und Zauberer erfahren. Jeder würde vor ihm zittern. Vielleicht sogar so sehr wie vor Voldemort selbst. Mit diesen geradezu beflügelnden Gedanken stieß er die Tür zum Gemeinschaftsraum auf und stolzierte zu der großen Couch am Kamin. Mit einem Lächeln ließ er sich darauf fallen und streckte seine Füße in Richtung Feuer. Crabbe und Goyle sahen ihn neugierig an, doch sein Lächeln wurde kalt, um ihnen zu zeigen, dass sie es nicht wert waren, in seine Geheimnisse eingeweiht zu werden. Seine Bücherregale glichen denen in einer Bibliothek. Es gab kaum ein anspruchsvolles Thema, zu dem er keine Literatur vorzuweisen hatte. Wenn man von Severus Snape behaupten könnte, er habe ein Hobby neben der Zaubertrankbrauerei,
dann mit Sicherheit seine Bücher. Unter diesen herrlichen Schätzen, die nun leider für ihn völlig wertlos waren, befand sich jedoch auch ein Buch, das neben dem normalen Text auch in Blindenschrift geschrieben war. Er hatte es bei einem seiner Streifzüge durch die Antiquariate Londons erstanden, ohne den genauen Grund dafür benennen zu können. Damals hatte er gedacht, es würde sich einfach gut in seiner Sammlung machen, da es ihm exotisch erschien und sich zudem mit dem Thema der Erforschung seltener Pflanzen und Tiere beschäftigte. Immer hatte er sich vorgenommen, dieses Buch einmal genauer in Augenschein zu nehmen, um zu ergründen, ob all diese Lebewesen schon in der Forschung der Zaubertrankbrauerei berücksichtigt worden waren. Nun saß er an seinem Schreibtisch und von in Augenschein nehmen konnte keine Rede mehr sein. Doch beschäftigten ihn zurzeit auch weniger die ursprünglichen Erkenntnisse, die er daraus hatte ziehen wollen, als vielmehr die Tatsache, dass dieses Buch ihm die Möglichkeit bot, sich die Blindenschrift autodidaktisch beizubringen. Während seine Fingerkuppen über die winzigen Erhebungen huschten, schwand sein Enthusiasmus ein wenig. Dies war wesentlich schwieriger, als er geglaubt hatte. Wenn Dumbledores Plan funktionieren würde, dann hätte er viel Zeit, sich diese Fähigkeiten anzutrainieren. Sollte der Plan schiefgehen, dann würde er sie ohnehin nicht mehr benötigen. Wie einfach manche Dinge im Leben sein konnten. Einfach und ernüchternd. Er war mit Sicherheit kein Mensch, der sich etwas vormachte. Doch ihm war klar, wenn er sich nun selbst aufgab, dann gab es für ihn gar keine Zukunft. Kein Leben. Nichts mehr. Mit eiserner Verbissenheit ertastete sein Zeigefinger zum wiederholten Male die Zeichen in dem Buch. Er seufzte auf. Ein wenig Hilfe könnte hier nicht schaden. Dann würde alles viel schneller gehen, und er konnte damit beginnen, den Inhalt des Buches zu bearbeiten, statt mühsam herauszufinden, mit welchem Buchstaben er hier zum 10. Mal Kontakt aufnahm. Er hielt inne und rieb sich die Stirn. Soeben war ihm ein Gedanke gekommen, für den er sich am liebsten selbst verflucht hätte. Diese verdammte Granger hatte schon immer die Angewohnheit gehabt, sich darüber hinwegzusetzen, ob jemand ihre Meinung hören wollte oder nicht. Im Unterricht hatte sie geantwortet, obwohl er sie nicht aufgerufen hatte und obwohl er sie regelmäßig für diese Frechheit bestraft hatte. Sie konnte es einfach nicht lassen. Dann war sie ohne zu fragen zu ihm in den Krankensaal gekommen und hatte all seine Anfeindungen über sich ergehen lassen und mit stoischer Gelassenheit, ja sogar mit ziemlich viel Biss, darauf bestanden, ihm vorzulesen. Er hatte sie nie darum gebeten. Warum hatte sie es dennoch getan? Fast wünschte er, sie würde wieder alle Hindernisse überwinden und ihm nun behilflich sein. Doch darum bitten konnte er nicht. Das größte Hindernis stellte er wohl selbst dar. Wie konnte er hoffen, sie würde es erneut wagen, sich ihm entgegenzustellen? Warum sollte sie dies tun? Solange er im Krankensaal gewesen war, hatte sie dies wohl für ihre Pflicht gehalten. Schließlich machte Hermine immer alles überkorrekt. So, jetzt ist sie in deinen Gedanken also schon Hermine, maßregelte er sich selbst. Kopfschüttelnd machte er sich erneut über 6 Punkte her, die wohl immer einen Buchstaben bildeten. Dicker Punkt, kleiner Punkt, darunter kleiner Punkt, dicker Punkt. Und darunter wieder 2 kleine Punkte. Dieses Zeichen schien bei weitem am häufigsten vorzukommen. Also musste dies ein E sein. So weit, so gut. Jetzt blieben ihm also nur noch die restlichen Buchstaben des Alphabets, inklusive der Umlaute, Ziffern und Satzzeichen. Das Problem war nur, dass er keine Ahnung hatte, wie er die anderen ohne Hilfe herausfinden sollte. Verärgert schlug er das Buch zu und hörte auf die Stille, die sich danach im Raum ausbreitete, wie eine mächtige, erbarmungslose Welle. Er hatte die Ruhe immer geliebt, mehr noch, sie war für ihn unverzichtbar gewesen.
Nun fand er sie in zunehmendem Maße bedrückend. Sie schien ihn jetzt oftmals zu verschlingen. Wie hatte er es gehasst, den Schülerlärm zu hören, bevor er das Klassenzimmer betrat. Sobald er den Raum betreten hatte, waren seine Schüler stets verstummt. Niemand wagte, unnötigen Krach zu machen. Es hatte ihm jedes Mal ein Gefühl der Genugtuung beschert, dass die Schüler sich so präzise an seine Anweisungen hielten. Wer es gewagt hatte, sich dem zu widersetzen, der hatte es teuer bezahlt. Mit Abzug von Hauspunkten, mit Strafarbeiten und dazu fast immer mit dem Verlust einer großen Portion Selbstwertgefühl. Schüler waren lästige, lärmende, unwissende Nervensägen. Auf eine dieser Nervensägen traf das Wort unwissend nicht zu. Sie war eine besserwisserische Rechthaberin. Hermine Granger. Und er begann sich zu fragen, wo ist sie, wenn man sie braucht? Es machte Hermine nervös, vor dem Eingang zum Slytherin-Turm zu warten. Sie hoffte, dass Jessica sich mit dem Packen beeilte. Einige Mädchen waren erst vor ein paar Minuten an ihr vorbeigegangen und hatten sie abfällig beäugt. Sie trat von einem Bein aufs andere und erschreckte sich fast zu Tode, als der blutige Baron plötzlich unerwartet vor ihr auftauchte. Er zog augenblicklich seinen Degen, und sie schreckte zurück, obwohl sie doch wusste, dass keine Gefahr bestand. Der Geist kniff die Augen zusammen und wollte gerade eine Frage an sie stellen, als Jessica mit einem schweren Koffer bepackt zu ihr trat. »Okay, wir können los.« Sie drehte sich nun ebenfalls zum blutigen Baron um und murmelte Hermine zu. »Gut, dass ich den los bin.« Hermine hatte das Gefühl, der Geist habe die Worte aufgeschnappt, denn er ließ ein schauriges Brüllen vernehmen, verschwand aber kurz darauf durch eine Wand und ward nicht mehr gesehen. Hermine schüttelte kurz mit dem Kopf. »Ich fürchte, der fast kopflose Nick ist auch nicht viel besser.« Jessica zog eine Augenbraue hoch und sagte leise zu Hermine, »Alles ist besser, als Draco wieder zu begegnen.« Hermine schnaubte wütend. »Ich wünschte, ich könnte ihm ebenfalls aus dem Weg gehen. Aber unsere Klassen haben nun schon im 6. Jahr gemeinsam Zaubertrankunterricht. Und es wird mit jedem Jahr schlimmer. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass sich ausgerechnet im letzten Jahr etwas ändern wird. Die Slytherins sind einfach widerliche...« Erschrocken hielt sie inne. Sie sah Jessica verlegen an. »Entschuldigung«, murmelte sie betreten, da ihr bewusst wurde, dass Jessica bis zu diesem Tag ja ebenfalls eine Slytherin gewesen war. Das blonde Mädchen lächelte verzeihend. »Ist nicht schlimm. Ich weiß, wo du es meinst, und du hast recht.« Sie gingen zusammen die vielen Gänge entlang, während der Koffer neben ihnen herschwebte. Hermine überlegte, wie sie ihrer neuen Freundin eine Frage stellen konnte, ohne diese zu beleidigen. »Was glaubst du? Ich meine, wie kam es eigentlich dazu, dass...« Jessica lächelte Hermine erneut an und beschloss, ihr aus ihrer Verlegenheit zu helfen. »Du möchtest wissen, warum ich überhaupt nach Slytherin kam?« stellte sie sachlich fest. Hermine nickte leicht, sah Jessica jedoch aufmerksam an. Diese schüttelte den Kopf und sagte dann, »Genau weiß ich es eigentlich auch nicht, aber als ich hierher kam, war ich unglaublich wütend auf alles und jeden.« Jessica zögerte weiter zu sprechen, und Hermine sah sie an, als könne sie sich dies kaum vorstellen. »Wir waren von New York hierher gezogen. Von New York, Hermine. Ich konnte nicht verstehen, was meinen Vater veranlasst hat, ausgerechnet hier in Schottland arbeiten zu wollen. Hier fand ich alles hinterwäldlerisch, albern und rückständig. Tja, ich glaube, ich war ziemlich arrogant. Vielleicht bin ich es immer noch«, schloss sie nachdenklich. Hermine schüttelte entschieden den Kopf. »Nein, das bist du ganz und gar nicht. Mein erster Gedanke, als du mich nach der Sache mit Malfoy angesprochen hast, war, warum kümmert die sich nicht um ihren eigenen Kram? Obwohl ich ganz genau wusste, dass du mir nur helfen wolltest. Ist es etwa nicht arrogant?« Hermine hob überrascht eine Augenbraue. Dann überlegte sie und sagte, »Ich glaube, jeder von uns hat solche Gedanken. Manchmal ist es besser, keine Gedanken lesen zu können.
sonst hätte man vielleicht schon nach kurzer Zeit keinen einzigen Freund mehr. Jessica dachte kurz darüber nach und erzählte dann weiter. Tja, wenn vor ein paar Monaten jemand meine Gedanken gelesen hätte, dann hätten ihm wohl die Haare zu Berge gestanden. Der sprechende Hut hatte schon ganz recht, mich nach Slytherin zu stecken, aber ich habe dort trotzdem keine Freunde gefunden. Schon am ersten Tag, als Professor Snape mich begrüßt hat, spürte ich, dass er mich nur für ein blondes Dummchen hält. Mit den anderen erging es mir nicht anders. Und wie ich schon erwähnte, fand ich sie ohnehin alle furchtbar niveaulos. Mit der Zeit habe ich einfach versucht, mein Ding zu machen und nicht weiter mit meinem Schicksal zu hadern. Tja, ich denke, das ist mir ganz gut gelungen, bis Draco mir wieder so überheblich gezeigt hat, wie andere mich sehen. Hermine versuchte nachzuvollziehen, was Jessica wohl dabei empfand. Sie war sich schmerzlich bewusst, dass es bei ihr fast umgekehrt war. Niemand zweifelte Hermines Intellekt an, aber ihr wurde von vielen Seiten klargemacht, dass die Natur sie nicht gerade reichlich mit Attraktivität gesegnet hatte. Auch wenn sie in der letzten Zeit einige Komplimente bekommen hatte und auch gespürt hatte, dass ihr einige Blicke der Jungs gefolgt waren. Aber sie war eben nach wie vor die Streberin, der sich lieber niemand näherte, es sei denn, er brauchte ihre Hilfe. Hermine überlegte zum ersten Mal, dass es für ein überaus attraktives Mädchen wie Jessica auch nicht einfach war. Vor dem Gemälde der fetten Dame hielten sie an, und Hermine sagte das Passwort. »Jetzt bist du jedenfalls hier, und ich wette, es wird dir gefallen.« Nacheinander betraten sie den Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Professor McGonagall schien tatsächlich schon gewartet zu haben, denn sie war anwesend und unterbrach ihr Gespräch mit einem Erstklässler, als sie die beiden Mädchen erblickte. »Darf ich einen Moment um Aufmerksamkeit bitten?« Ihre Stimme hatte sie kaum gehoben, aber augenblicklich verstummten alle Gespräche, und sie konnte in normalen Tonen fortfahren. »Wir haben ein neues Mitglied in unserem Haus. Miss Jessica Scott kommt aus dem Slytherin-Haus zu uns. Ab sofort ist sie eine Gryffindor. Miss Scott, ich freue mich, dass wir Sie hier willkommen heißen dürfen. Vielleicht stellen Sie sich den anderen Schülern selber vor. Ich bin sicher, Sie haben viele Fragen an Sie.« Mit einem Nicken verabschiedete sich die Hauslehrerin und verließ den Gemeinschaftsraum. Jessica wirkte auf einmal sehr nervös. Die anderen Schüler sahen sie neugierig an. Irgendetwas Besonderes musste mit ihr sein. Wieso wechselte sie sonst die Häuser? Als Hermine merkte, dass alle sich ungewohnt schüchtern verhielten, zog sie das blonde Mädchen in Richtung Kamin. Dort auf dem Sofa saßen Harry und Ron. Sie hielten magische Spielkarten in den Händen, wobei eine von Harrys Karten aufgeregt immer wieder aus seiner Hand hüpfen wollte. Offensichtlich die Karte, die er als nächstes hatte ausspielen wollen. Mit dem Blick auf Jessica gerichtet, schob er sie jedoch immer wieder in seine Hand zurück und schien völlig vergessen zu haben, zu welchem Zweck er die Karten überhaupt in den Händen hielt. »Was spielt ihr denn da?« fragte Hermine überdeutlich, um ihren Freund aus seiner Starre zu wecken. »Karten«, erwiderte Ron mechanisch, und Hermine stellte erschreckt fest, dass er ebenso lethargisch wie Harry wirkte. »Danke, Ron, darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen«, erwiderte Hermine ärgerlich. »Wollt ihr mitspielen?« ereiferte sich Harry plötzlich und schmiss seine Karten schon auf den Stapel zurück, ohne eine Antwort der Mädchen abzuwarten. Die Karten begannen sich von selbst zu mischen, während der König, den Harry so hartnäckig ignoriert hatte, sich beleidigt davonschleichen wollte. Mit der flachen Hand schlug Ron auf den Abtrünnigen und schmiss ihn zusammen mit seinen eigenen Karten auf den Stapel. Die Mädchen setzten sich mit auf die Couch, und Harry schien eine Spur rötlich zu werden, als Jessica sich den Platz neben ihm aussuchte.